Hi, grüßt euch. Ich stehe hier am Trail-Einstieg von unserem Tarnheim-Trail und es sind einige Fragen aufgekommen. Ich hoffe und denke, dass ich heute ein paar davon beantworten kann. Ich bin gerade die knapp 200 Höhenmeter hier hochpedaliert, deswegen schwitze ich noch ein bisschen. Und ich möchte euch jetzt meinen ersten Eindruck geben von dem, was wir bisher gemacht haben und was noch so grob in Planung ist. Vorab noch kurz der Hinweis: Der Trail ist noch nicht offiziell freigegeben. Wir sind noch mitten im Bau. Es gibt noch so viel zu tun. Ihr seht jetzt auch gleich warum. Er ist komplett matschig, unfahrbar und es wird auch noch eine Weile dauern. Also rechnet nicht in den nächsten Wochen damit, dass wir den Trail freigeben. Anfangen tut es hier mit dem Wald rein. Da wird es schon ein bisschen dunkler. Und dann kommt erstmal eine schöne steile Kurve. Sollte die Kurve hier ein bisschen zu steil sein, haben wir hier noch so ein bisschen eine Chicken Line. Das wird dann wahrscheinlich so die blaue. Da geht es dann geradeaus runter. Hier haben wir einen Baumstamm als kleinen Drop, der aber komplett umfahrbar ist. Das heißt, alles kann, nichts muss. Und dann kommen wir auch schon zu einem der größten Herausforderungen bei diesem Trailbau. Hört ihr das? Absoluter lehmiger Matsch. Den gilt es irgendwie trocken zu kriegen. Und da sind wir auf Kies angewiesen, der demnächst auch kommen soll. Dann können wir den hier verarbeiten. Das zieht sich hier dann auch komplett durch. Ich denke, man sieht es. Komplett matschig, lehmig. Lässt sich so gerade nicht so schön fahren. Wir haben einen weiteren Baumstumpf, die übrigens alle schon da waren. Also wir haben hier keine Bäume umgesägt. Umfunktioniert, das sah so aus. Und dann kann man den hier auch so ein bisschen als Sprung benutzen in Matsch rein. Ich könnte mir gut vorstellen, dass wir hier beim nächsten Bautag mal schön einen Trail reinshapen. Das ist momentan noch ziemlich abschüssig und auch mit dem Feuchten, die Anlieger fangen einen noch nicht auf. Ziemlich schwierig. Hier sind wir schon ein kleines Stück weiter, aber ihr seht, es ist auch komplett matschig geworden durch den letzten Regen. Also hier gibt es wirklich noch einiges zu tun. Und vermutlich auch alles schön aufschütten noch, dass es ein bisschen wetterresistenter wird. Hier müssen wir schön weit außen ausholen. Und dann hier rein. Genau, dann geht's weiter. Wow! Schön weit oben. Hier kommt das rutschigste Stück. Holy moly! Wow! Wow, aber geschafft! Super! Weiter geht's. Hier geht's rechts hoch. Scharfe Kurve. So, hier kürzt man am besten ab, weil deswegen gehen wir mal weiter. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie wir das hier trocken bekommen sollen. Ui. Ja. Ah, Scheiße. Aber jetzt kommt auf jeden Fall ein cooles Stück. Kann man vielleicht auch so ein bisschen Wallride reinbauen. Das hier ist ein Stück, das gefällt mir richtig gut.
und hier haben wir auch schon einen kleinen Kicker reingebaut. Matschlöcher des Todes. Die sind übel hier, die Wurzeln. Und jetzt, ja. Da müssen wir uns echt was einfallen lassen. Ey. Und das ist doch mal richtig schön, oder? Das heißt, wenn man sich auf dem Trail nicht genug eingesaut hat, kann man sich hier noch schön suhlen. Die gute Nachricht, kurz vor der Veröffentlichung des Videos kam die Info, dass die Steine angeliefert wurden. Das heißt, an den nächsten Bautagen werden erstmal 15 Tonnen grober Schotter verarbeitet. Ich freue mich schon total darauf, denn es wird den Trail definitiv auf das nächste Level heben. Im kommenden Video wird es dann Impressionen der Bautage und weitere Updates geben. Mit dieser Info verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal, euer Patrick. So, das war der erste Abschnitt.